Herzlich willkommen zu Expertentipps für Werbeprofis. Die Wirtschaftskammer Niederösterreich, Fachgruppe Werbung, hat sich diese Aktion einfallen lassen unter dem Motto Kreativität ist unser Geschäft und wir dürfen heute zwei Gäste begrüßen. Es ist dies Jasmin Olischer von der Agentur Pinkfish Creative und es ist dies Thomas Goeser von Projekt Communication E.U. Ich darf euch heute als Gäste zum Thema PR, Public Relation, ganz herzlich begrüßen. Ich darf die Jasmin gleich dir die Frage stellen, wie geht's dir jetzt in deiner Krise? Und vielleicht stellst du uns kurz vor, das müssen wir nochmal machen. Ich darf die Jasmin gleich fragen, wie geht's euch momentan und vielmehr, auf welche Spezialdisziplin habt ihr euch mit der Agentur mehr oder weniger eingelassen? Also im Prinzip muss man sagen, Pinkfish Creatives ist eine kreative Agentur für individuelles Design, wobei wir unseren Fokus auf nachhaltige Markenentwicklung im Print- und Digitalbereich haben und sehen uns auch gleichzeitig als kreativer Partner und Wegbegleiter für unsere Kunden. Und an unserem Standort in Mödling, muss man sagen, haben wir uns lange nicht hineingetraut aufgrund der Covid-19-Krise. Es ist natürlich stark zu spüren gewesen, der Rückgang. Sind jetzt aber wieder seit Ende Mai bei uns im Büro tätig und freuen uns auf die große Zusammenarbeit wieder mit unseren Kunden. Jasmin Olischer, du bist Geschäftsführerin von Pinkfish Creative. Wie viele Leute seid ihr oder seid ihr in einem Verbund tätig? Also ich bin im Prinzip der kreative Kopf hinter Pinkfish oder vor Pinkfish Creatives. Wir haben einen Verbund, weil du es angesprochen hast, der mit Partnerfirmen kooperiert im Sinne von, wir haben ein großes Netzwerk in den letzten Jahren aufgebaut, das sowohl in Ostösterreich als auch in Westösterreich vernetzt ist. Wir arbeiten auch mit Freelancern eng zusammen und möchten so im Prinzip keine Wünsche für unsere Kunden offen lassen, damit wir alles abdecken. Expertentipps für Werbeprofis ist heute unser Thema und wir haben einen zweiten Werbeprofi. Lieber Thomas Goeser, wie geht's dir momentan und beziehungsweise was sind denn deine Spezialdisziplinen als PR-Agentur? Ja, ich bin seit 9 Jahren selbstständig, Standorte Böhmkirchen und lebe und arbeite in Wien. Ich war schon immer im Homeoffice und bei meinen Kunden und dort, wo man mich gebraucht hat. Und insofern war es für mich keine große Umstellung. Bei mir treffen Sie klassische PR, ein gewisses Digitalverständnis, Risikomanagement und Nachhaltigkeit. Und so habe ich eigentlich die ganzen Krisenwochen durchgehend für meine Kunden weitergearbeitet, mit wenig Unterschieden zu sonst. Ihr seid ja beide nominierte PR-Agenturen für den Niederösterreichischen Landeswerbepreis Goldener Hahn. Lieber Thomas, vielleicht stellst du uns dein Projekt kurz vor. Mit welchem bist du denn da nominiert? Ja, es geht um den Tipping Point Talk der Erste Stiftung mit Francis Fukuyama von Anfang 2019. Für den habe ich die internationale Medienarbeit koordinieren und organisieren dürfen. Einerseits mit einer Medienreise für internationale Agenturjournalistinnen und Journalisten mit Schwerpunkt Südosteuropa und andererseits mit Spitzenmedien aus dem deutschsprachigen Raum in Zusammenarbeit mit dem Verlag von Francis Fukuyama. Und das waren 3 ganz spannende Tage in Wien, für die ich das Programm organisieren durfte, mit entsprechend gutem Medienecho bei dieser Veranstaltung. Danke, Thomas Goeser. Und ich darf die Jasmin Olischer bitten, auch du hast ein Projekt, mit dem du eingereicht hast und nominiert wurdest beim Goldenen Hahn. Vielleicht stellst du uns dieses auch kurz vor. Genau, also das Team von Pinkfish Creatives hat für den Kunden, also die Stadtgemeinde Mödling, war in dem Fall unser Auftraggeber, ein eigenes Kinderkulturkonzept entwickelt und eine Marke dazu entwickelt. Und zwar diese Marke sind die Cookie-Münster. Abgeleitet Cookie ist Kultur für Kinder und gleichzeitig gibt es 4 Münster, jeweils mit dem Anfangsbuchstaben K-U-K-I, also Cookie, das wären dann die Kiki, Umberto, Clara und Isidor, die durch das Kinderprogramm und die Kinderkultur in Mödling führen, gleichzeitig den Kindern auch Tipps mit auf den Weg geben und Wissenswertes unter der Rubrik für schlaue Cookie-Münster werden literarische Werke den kindgerecht näher gebracht und man hat so noch ein zusätzliches Know-how, was man den Kindern vermitteln kann. Gleichzeitig haben wir noch große Papp
Aufsteller mit fast 1,60 Meter Größe, die die Kinder dann bei den Veranstaltungen begrüßen, können Fotos machen mit ihren Idolen, weil wir der Meinung waren, jeder, egal in welchem Alter wir sind, hat so die Kindheitshelden in Erinnerung. Ine Meier, Vicky und die starken Männer etc. Und so haben wir jetzt die Kindheitshelden für Mödling entwickelt und die Marke der Cookie Monster geschaffen. Jasmin, du bist Geschäftsführerin von Pinkfish Creative. Wenn du deine Agentur mit drei Schlagwörtern oder Statements beschreiben würdest, dann wäre das was? Wie vorhin schon erwähnt, definitiv unser Fokus mit der nachhaltigen Markenentwicklung, dann ein hohes Maß an Kreativität und das Ganze gepaart mit effizienter Arbeit. Dieselbe Frage auch an den Thomas Geuser. Wenn du deine PR-Agentur mit drei Schlagworten oder mit drei Statements beschreiben würdest, dann wäre das was? Ja, das ist einerseits interdisziplinäres und vernetztes Denken. Das ist eine besondere Vertrauensbeziehung, die ich mit meinen Kunden aufbauen kann über die Jahre und die dazu führt, dass wir dann in Krisensituationen gemeinsam ein besonderes Durchhaltevermögen beweisen. Ich gehe mit meinen Kunden dadurch dick und dünn und wenn es sein muss, darüber hinaus. Lieber Thomas, ich darf dich dann jetzt gleich um deinen Expertentipp fragen für erfolgreiche PR. Was muss man tun, damit PR richtig erfolgreich wirkt? Vielleicht auch Krisen-PR in Zeiten wie diesen. Was muss man da tun? Was ist da dein Tipp für unsere Zuseher? Ja, ich habe jetzt keine Zaubertricks. Ich mag es ein bisschen auf der Metaebene versuchen. Ich glaube, am wichtigsten ist, dass man die Dinge zu Ende denkt, die man vorhat, dass man in der Abwicklung flexibel bleibt. Und dass man sich immer bewusst ist, was man für eine Verantwortung für seine Kunden und für ihre Reputation in der Zusammenarbeit hat. Danke, Thomas. Ich darf die Jasmin Olischer auch fragen. Deine Tipps und Tricks als Expertin für PR, auf was muss man denn besonders Wert legen? Wichtigster Punkt ist sicher immer, die Zielgruppe ganz genau zu kennen und zu hinterfragen, was sind die Wünsche der Zielgruppe, um dann gezielte Maßnahmen im Print- und Digitalbereich setzen zu können, auch die richtigen Medien auswählen zu können, wo man publiziert. Aber wenn man das nicht macht, dann ist man zwar mit Quantität unterwegs, aber vergisst die Qualität und erreicht nicht den gewünschten Effekt an Response von der Zielgruppe wieder. Wir sprechen heute Expertentipps für Werbeprofis. Ich freue mich, dass ihr bei uns seid und ich komme auch schon zur Abschlussrunde. Lieber Thomas Geuser, vielleicht kannst du sagen, die Krise hat auch Chancen zur Verfügung gestellt. Können wir aus dieser Krise etwas lernen? Gibt es Learnings, wo wir sagen, das können wir mitnehmen? Ich glaube, am wichtigsten mitzunehmen ist, dass wir in Zukunft noch flexibler arbeiten müssen, wenn es darauf ankommt. Ich habe einerseits eine Beschleunigung erlebt durch mehr digitale Tools in der Zusammenarbeit, die viele Anreisen und Meetings einfach unnötig gemacht hat, weil sie auch nicht stattfinden konnten. Andererseits habe ich auch eine gewisse Verzögerung erlebt, wenn auf Kundenseite zum Beispiel sich die Leute um ihre Kinder kümmern mussten oder wenn gerade durch Kurzarbeit zum Beispiel ein anderes Arbeitszeitmodell in Kraft war. Ja, und seit wieder leichter ist, habe ich mich dann auch mit Kunden im Freien getroffen, mit Abstand und bin mit ihnen lang im Park spazieren gegangen und wir haben halt so unsere Meetings abgehalten. Danke, Thomas Geuser, Jasmin Olischer. Dein Tipp, dein Learning aus dieser Krise, gibt es da was, wo man sagt, das ist die Krise als Chance? Also wir haben sicher in der Krise als Team gemerkt, dass wir auf den richtigen Weg sind, insofern durch das unser Netzwerk ja über Österreich verteilt ist und da schon sehr viel im digitalen Bereich mit Online-Besprechungen, vermehrter E-Mail- und Telefonkontakt gesetzt haben, dass wir das noch weiter ausbauen und stärken. Es hat sich aber auch von Kundenseite gezeigt, dass die Kunden, man konnte ihnen die Angst nehmen, vor diesem Videotelefonieren, Videokonferenzen zu machen, weil der Kunde auch gemerkt hat, man kann dadurch teilweise auch effizienter arbeiten. Also kurze Besprechungen, fallen dann die Anfahrtswege etc. weg, was natürlich für den Kunden auch ein Vorteil ist, wenn er sich Zeit ersparen kann, wenn es möglich ist. Ich darf mich bei euch bedanken, ich darf mich bei unseren Gästen bedanken. Das waren die Expertentipps für Werbeprofis heute zum Thema Public Relation und ich freue mich, wenn Sie das nächste Mal wieder mit dabei sind.